Tag und herzlich willkommen hier wieder zurück zu 007 Legends. Wir müssen noch immer in dieses schöne Anwesen eindringen, beziehungsweise das haben wir gemacht, wir müssen hier noch weiter tiefer hinvorrücken, um Bofelds Pläne zu entlarven. So, die Geisel haben wir schon befreit, unsere nette Dame, mit ihrem Papi so mal das letzte Mal hier reingerammelt und dann hier ordentlich aufgeräumt. Aber da steckt noch mehr dahinter. Das war's noch nicht. Okay, war eine Wache. Das haben wir schon mal hingekriegt. So. Oh oh. Wir dürfen schleichen. Zack. Okay. Da unten müssen wir hin. So. Die Wachen sind alle hier unten. Kommt der hier hoch? Ne, die bleiben jetzt erstmal da unten. Okay. Jetzt werden wir wahrscheinlich gezwungen zu schleichen. Oh oh. Okay, wir werden gezwungen zu schleichen. Ich krieg's trotzdem nicht hin. Ich gebe zu, es war ziemlich dämlich, einfach runter zu rennen. Aber es war auch gerade ein bisschen Pech dabei, dass er jetzt gerade sich umdreht. So, wie viel sind's noch? Da gucken wir mal ganz kurz auf die Uhr. Alle sind direkt vor uns. Könnte natürlich sein, dass wir jetzt damit provoziert haben, dass noch mehr Gegner kommen. Und stärker gepanzerte vor allem. Ach komm! Der schießt ja wirklich durch die Lücken. Das ist natürlich... ist eigentlich schon geil, ne? Ich hätte gedacht, dass er wirklich um die Ecke drum herum kommt und nicht durch die untere Lücke durchschießt, aber... okay, finde ich eigentlich ganz geil, dass er das gemacht hat. Also ich finde die KI echt nicht so dämlich. Die geht gut in Deckung und nutzt auch manchmal andere Deckung, wo man jetzt nicht so denkt. Das macht er jetzt? Doch. Doch, macht er. Genau das macht er. Die ist echt nicht so schlecht. Also Call of Duty könnte sich echt eine Scheibe mal abschneiden von der KI hier. Dafür sind es da natürlich wesentlich mehr Gegner, ist schon klar, aber ist echt nicht so übel. Ah, wir kriegen ein bisschen Energie wieder. So, wir wollen aber jetzt hier einen schönen Schalldämpfer drauf haben. Den wollen wir. Zack. So. Ah, warte mal, da können wir auf den anderen ja auch noch was drauf machen. Auf die Sigmus. Das ist kein guter Name für eine Waffe. Sigmus. Was ist das hier eigentlich? Verbessert Spurrillen? Ne, will ich nicht. Weiß gar nicht, was es ist. Was ich nicht kenne, das ist nicht gut. So. Er speichert nochmal. In der weisen Voraussicht, dass wir eh gleich wieder sterben. Aber wir haben jetzt drei Energiebalken. Hat man die eben auch? Ich weiß es gar nicht. So. Der ist direkt vor mir, aber geht irgendwie nicht dran vorbei, ne? Ja, ausgegähnt. So, wie machen wir das jetzt? Sie haben uns nicht entdeckt. Und es sind nur noch zwei. Und zwar der Depp und der Depp. Okay, es sind drei. Den könnte man von hinten erwischen. Die anderen zwei müssen wir dann ganz schnell umholzen. Deswegen gehen wir hier links rum. Das klingt nach einem Plan. So, können wir die ablenken? Schade, ich dachte, wir können das anmachen. So, wir können irgendwas mit dem Handy machen. Ich weiß aber nicht, was. Nee, Handy. Handy. Das ist das Ding. Ich habe keine Ahnung, was mir das immer anzeigt. Warum ich hier was machen kann.
Egal. Brauchen wir jetzt nicht. Ach, das ist eine Kamera. Loris, mein Funk schwächelt schon wieder. Gibt's was Neues von der Oberfläche? Unsere Männer sammeln sich neu. Ah, okay. Meine Güte, ich krieg's aber auch nicht geschissen. Wie machen wir das jetzt? Wir müssen erstmal gucken mit dem Handy. Da hinten geht das hin. Und weiter? Ja, aber das habe ich so nicht erwartet. Das ist direkt da drunter, ja? So, das hacken wir mal. Mal sehen, ob es klappt. Ah, wie ging das nochmal? Stimmt, das ging ja so. Okay, zack. So. Die ist doch nicht aus. Ist immer noch an. Aha. Ich bin nicht damit zufrieden, wie wir das gehackt haben. Ich gebe hier... Hä? Ich raff's nicht. Ah, hier ist auch noch was. EMP? Irgendwas mit EMP? Mit der Uhr oder was? Er sieht mich. Ich raff's nicht, was ich hier machen muss. EMP-Ziel, ja. Okay, einen kleinen Sprung. Oh, einen kleinen Sprung. Kamera, jetzt weiß ich auch, was eine Kamera ist. Mann, jetzt nimm diese Drecksuhr weg, ey. Das so, biometrischer Feld, aber wir brauchen den hier. So, das geht hier rüber. Hier geht doch auch noch was lang. Was haben wir denn hier? Ach, das geht da runter, das geht dahin. Und jetzt? EMP-Ziel mit Uhr, ja. Ah. Ne, warte mal, das ist doch dumm, wenn ich das... Ah, also kann ich das doch machen, wie ich mir das vorgestellt habe? Ach, dann können die keine Verstärkung rufen, oder was? Er sieht mich. Ja, super. So viel dazu. Keine Ahnung, also es hat irgendwie... Kann ich das auch damit wegmachen? Ah, es geht... Ah, okay. Aha, okay, das kann ich mit dem... Mit der Uhr defektieren. Gibt es das Wort? Sagt man das so? Ich glaube nicht. Okay, damit haben wir wieder was gelernt. So, jegliche Sachen mit denen, die... James, meine Männer haben Ladungen am Restaurant und am Ausgang zum Landeplatz platziert. Pass da auf. Also wo die Hilfe rufen können, das können wir anscheinend irgendwie mit unserer Uhr nochmal kaputt machen. Ah, lass mich raten. Quicktimey? Die Sprengladungen bereit machen. Wir jagen hier alles in die Luft. Braucht er nicht, das haben schon meine Leute gemacht. So, das waren jetzt nicht so viele da unten, ne? Aha, okay, ich irre mich. Es sind ziemlich viele. Hey, hallo? Der
Der hustet noch. Das geht doch noch. Okay, da drüben, da ist wieder eine Kamera. Sehr gut. Jetzt haben wir es so begriffen. Wir brauchen gar keine Tutorials und sowas. Sehr schön. So. Hallo? Alter, das ist doch wieder albern hier. Wieder unsichtbare Wände. Unsichtbare Wände, die wir hier mir alles versauen. Meine schöne Taktik. Okay, da wird halt geballert. Dann ist die verletzt. Der hat eine Granate in der Hose gehabt. So. Ach, ich würde so gerne den Schalldämpfer jetzt runter machen. Er ist unbewaffnet. Wer soll dir das denn bitte glauben? Das geht nicht auf, okay. Das war doch sehr merkwürdig, dass ich den nicht treffen konnte, oder? Das war doch ein super Plan. Aber gut, wir wollen ja auch ein bisschen ballern. Ich hätte es echt gerne geschafft durchs Schleichen, aber ich gebe zu, auf die Entfernung hätte ich vielleicht einfach nicht schießen sollen. Wer labert denn mir hier ein Kotelett ans Ohr? Halalalalalalalala. Von wegen. Die am lautesten schreien, dass sie nicht erschossen werden wollen. Die ballern als Ärzte. Ah, der da unten. Okay, auf den baller ich auf jeden Fall nicht. Der hat ja wirklich keine Knarre. So, jetzt sind wir hier oben. Wir müssen aber, glaube ich, irgendwie wieder runter. Alter, was hat der hier eigentlich vor? Ah, wir kommen auch wieder runter. Okay. Ja, ich schieß doch gar nicht. Hab dich nicht so, du Memme. Keine Ahnung, ob das noch irgendwas bringt. Wahrscheinlich nicht. Ich möchte aber auf jeden Fall mal zu dem Doktor da runter gehen. Vielleicht hat der wertvolle Informationen. Das sind mehrere. Hallo. Überwältigen. Okay, ich wollte eigentlich keine Gewalt anwenden, aber warum nicht? Man kann denen ja auch einfach mal 1 auf die 12 geben. Warum nicht? Hat zwar keinem was getan, tut nur seinen Job, so ist das, ne? So ist das. Naja. Man möchte natürlich die anderen auch nicht benachteiligen. Wenn einer einen auf den Sack kriegt, dann denkt sich der andere, warum kriegt der auf den Sack? Ich wollte doch auch und... So, kann ich hiermit irgendwas machen? Nein. Der Alarm ist ausgelöst, den Knopf, den kann man nie wieder rausziehen. Das ist einmal Ware. Einmal gedrückt. Zack. So. Oh. Den wollte ich überwältigen. Jetzt habe ich dem wirklich diese harte Kante hier gegeben. Das tut natürlich weh. So, ich glaube, wir haben hier alles gemacht. Haben alles erledigt, was zu erledigen ist. Wenn auch nicht auf den optimalen Wege. Was? Helikopter. Eigentlich auch geil, dass die anderen hier nicht gewarnt werden. Das ist wirklich nur in dem einen Labor. Okay, da sind wieder Wachen. Seht ihr das? Das ist wirklich nur das eine Labor. So, wie viel sind es denn? 4 oder 5, so genau sehe ich es nicht. So, aber ich vermute mal, der verpetzt uns. Ja, der verpetzt uns natürlich. Erschießen werde ich ihn nicht. Warum eigentlich nicht? Er ist böse. Er arbeitet für die Bösen, er ist böse. Schaffen es die Angreifer wohl bis hier runter? Keine Ahnung. Oben wird jedenfalls nicht mehr gekämpft. Vielleicht geben sie auf. Aber die wissen doch, woran hier gearbeitet wird. Die wollen das doch für sich selbst, oder? Wir wissen nicht mal, wer das ist. Aber eins ist sicher. Lopez überlässt niemanden seine Arbeit. Eher zerstört er hier alles und jeden. Hey, was war das? Das hat ja super geholfen.
nichts Ungewöhnliches. Okay. Das hat ja richtig Ablenkung. Ja, das war keine Ablenkung, sondern ich habe wirklich alles auf mich gezogen, ne? Ich meine es jetzt. Ach, was soll der Geiz hier? Jetzt wird geballert. Alter! Du Sackratte! Das ist er gar nicht. So, da war das Radio. Radio. Warte! Scheiß die Wand an! Nein! Also richtig raus habe ich es noch nicht, wie ich die ablenken kann. Das Ding, womit ich die abgelenkt habe, steht doch genau neben denen. Und ist auch direkt in dem Winkel, wo sie auf mich gucken. Was soll mir das bringen? Ich muss die doch... Ach nee, warte mal, ich kann ja rechts dran vorbei. Ich kann das machen, dann gehe ich rechts zu den anderen zwei Typen. Das wäre eine Maßnahme. Wir haben echt verdammt wenig Energie. Aber ich hätte die auch ganz schnell ausschalten können. Habt ihr das gesehen? Hätte ich die schnell ausgeschaltet, dann hätte der gar nicht den Alarm ausgelöst. Hätte. Und das werden wir jetzt auch machen. Butter bei den Fische. Erstmal machen wir ihn hier wieder platt. Schaffen es die Angreifer wohl bis hier runter? Keine Ahnung. Das Geile ist, das sehen sie auch nicht, ne? Ach so. Lad doch jetzt nach, du Hampelbapp. So, hier soll ich rein oder was? Nein, das geht nicht. Okay, andere Waffe. Natürlich, er lebt immer noch. Wenn die jetzt von links kommen, dann bin ich am Arsch. Ich bin sowieso am Arsch. Das schaffe ich doch wieder nicht. Da waren doch noch andere, ne? Warte mal, vielleicht schaffe ich es jetzt einfach. So, wie war das? 8701. 8701. So. 8. Wie? 4. 8701. Yes. Okay. Was ist das hier? Ja, wir nehmen alles mit. Jegliche Abzeichnung. Vielleicht noch irgendwelche... Seepferdchen, Abzeichungsschwimmermedaillen. Warum nicht? Dann tut erstmal die Waffe weg, unbewaffnet. Warum? Das wirkt so, als wäre hier unmittelbar Gefahr. Hier geht Gefahr aus. So. Ja, ich habe schon begriffen. Wir sollen das hier nehmen. Elektrische Marke. Okay, hack. So, was haben wir denn da Schönes? Lass mich raten, ein Foto von ihr. Das wär's jetzt. Sie gehört dazu. Ich sag's euch, die gehört dazu. Die Margarete da. Unsere Lady. Die hat Dreck am Stecken. Ach so, ich soll ein Foto machen. Jetzt habe ich es begriffen. Hier, Bond. Ich lade eine Datei mit Zielen hoch. Finden Sie diese Frauen und isolieren Sie sie. Erquicke Ziele von Mr. Bond. Dieser Anruf kostet Sie das Leben. Naja, schießen werden entkommen, oder?
Okay, ich soll hier irgendwas machen. Komme ich hier irgendwie raus? Ha. Ja, ich muss wahrscheinlich irgendwas hacken und damit das aufgeht, das habe ich, denke ich, richtig assoziiert, nur leider. Warum hat er gerade das Handy weggenommen? Vielleicht war ich schon in der Sterbeanimation. Das kann natürlich sein. Okay, wir müssen ganz, ganz schnell das gesuchte Ziel finden. Ist eigentlich ganz geil gemacht, aber ich glaube, auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad wäre man da so mehr so ein Flow drin, ne? Dass man das dann auch schafft, weil ich fand, jetzt hatte ich nicht so richtig eine Chance, weil ich einfach zu wenig Energie hatte. Das heißt, vielleicht hätten sie da einfach den Energiebalken rausnehmen können. Ich weiß es nicht genau, wie es geiler gewesen wäre. Na, warte mal, das wissen wir ja schon. So, zack. Das war irgendwo hier hinten. Ich vermute mal beim Safe vielleicht. Weg mit dem Telefon, Mr. Bond. Dieser Anruf kostet Sie das Leben. So, wir haben das. Ne, das ist doch das. Und das ist... Ha. Nö, ne? Keine Ahnung gerade. Entkommen Sie. Ah, doch, hab ich schon gesagt hier. Keine Ahnung, was muss ich machen? Ach doch, das Aufschießen. So wie ich es gesagt habe. Aber eben hat er doch die Waffe nicht genommen, oder? Sehe ich das falsch? Das sehe ich doch vollkommen richtig, dass der eben die Waffe nicht genommen hatte. Schon wieder so viel Energie verloren. Ah, scheiße, ey. Okay, das schaffen wir jetzt nicht, aber das finde ich echt blöd, dass man da muss ich ja echt ziemlich lange draufballern. Das heißt, ich verliere von meinen 3 Energiebalken schon alleine 2, dass ich da rauskomme und dann kommen da so viele Gegner. Und beim ersten Mal bin ich ja direkt gestorben. Okay. Weiß ich nicht, ob das wirklich so war, aber ich sag jetzt einfach mal, es war so. Okay, Leute, aber hier machen wir das nächste Mal weiter und dann schaffen wir es auch. Und werden diesen kleinen Langfinger, diesen kleinen Tagedieb, diesen Nichtsnutz, werden wir erwischen. Tschüss.